Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier. Dieses Mal direkt von der Future Work, dem Festival zur Zukunft der Arbeit in Deutschland, ausgerichtet von BDA und Microsoft. Mit Kenza Aizi Abu, Weltbürgerin, KI-Expertin, Autorin, Director Client Engineering für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei IBM. Es ist ja nicht so, dass Deutschland das beste willkommende Land ist für Menschen von außerhalb. Ist schwierig am Anfang tatsächlich. Und wenn man so heißt wie ich, Kenza Aizi Abu, mit Locken, komischen Namen und nicht in Deutschland geboren, auch nicht in Deutschland komplett studiert. Ich habe mein Masterstudium hier gemacht, aber einen Bachelor in Spanien und Schule in Marokko. Da ist man nicht auf der Prioritätenliste ganz oben für eine Bewerbung. Ja, also da gehört man eher zu den Ersten, die aussortiert werden. Definitiv. Und das macht es schwierig. Und das ist heute immer noch so übrigens. Also meine Cousine ist inzwischen in Berlin und ich habe mit ihr gestern gesprochen. Seit einem halben Jahr sucht sie einen Job. Ist nicht einfach. Das heißt, da ein bisschen offener sein, das ist auch etwas, was wir machen in meiner Organisation, wo wir sagen, nicht mehr als 5 Kriterien, ja, wenn wir Menschen suchen. Nicht die eierlegende Wollmilchsau, die gibt's nicht. Und wenn es sie gibt, warum soll sie bei uns arbeiten? Also so wenig wie möglich mit der Sprache in den Stellenausschreibungen auch dazu prüfen, wie inklusiv ist diese Sprache. Sprechen wir alle Menschen an oder nur Menschen, die Matthias Müller heißen aus TU München, dessen Vater bei BMW leitender Angestellter ist. Dann das Thema Abschlüsse. Müssen wirklich für alle Berufe oder für alle Tätigkeiten, braucht man wirklich ein Diplom? Oder reicht vielleicht eine Ausbildung? Oder vielleicht kann ich mit dem Geisteswissenschaftler super gut Chatbots entwickeln. De facto brauchen wir auch GeisteswissenschaftlerInnen in der Entwicklung von KI. Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.